12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal mit Vampyr. Ein Spiel vom französischen Entwicklerstudio Don't Not, auch bekannt für Life is Strange. Wir sind im Jahre 1918 in London. No.
No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! No! No! Don't shoot! This is a nightmare! I need to get out of here! This can't be happening. Over there! No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it come? Oh, das lief ja mal maximal. Ich glaube, das ist die größte Angst, die man als Vampir wohl haben könnte, dass man aus Blutrausch heraus seine Liebsten attackiert. Blut auf Blut ist einer. Jetzt muss ich mich aber irgendwie schnell verstecken, bevor ich getötet werde. Who are you? Stay back! Sorry! But you left me no choice. Genau, ich hatte keine Wahl. Who are you? Stupid beast! Sorry. Get them weapons ready! No! Please, stop! Ich habe echt keine Wahl. Da sterben ja so viele Leute gerade. Eieiei. Das ist aber schuld, wenn die sich mir alle in den Weg stellen. Oh, Scheiße. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Alles klar, okay, wir dürfen nicht mehr in die Sonne gehen. Na toll. Sollen wir jetzt dann noch uns schön an den Strand hinlegen können? Ja, oh Mann, schöner Mist. Gut, wer sind wir eigentlich? Wir sind Dr. Jonathan Reed, ein Arzt, / Vampir. I need to find somewhere to hide. Let me go! So, jetzt hier erstmal. Was erwartet uns hier? I need to find shelter. Oh ja, ein Unterschlupf müssen wir tatsächlich irgendwie finden. It's locked. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Oh, okay, da steht eine Tür, wo Keep Out drauf steht. Das klingt wie eine Einladung. Gehen wir doch einfach mal rein. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here.
Ja, dann schauen wir uns doch hier mal um, wenn wir hier schon einigermaßen safe sind. Okay, hier haben wir ein Dokument entdeckt. Feuer und Sonne. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer. Und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus Kennt eure Feinde von Karl Eldrich, Anführer der Wachen von Priven. Okay, gut zu wissen. Also, die Sonne kann uns nichts anhaben. Naja. Ja, doch, stimmt, denke ich. Ja, doch, die Sonne kann uns nichts anhaben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Denkt man doch immer, so wie es die ganzen Hollywood-Filme ja auch machen, dass man dann verbrennt. Es gibt natürlich auch andere Computerspiele, wo man dann auch verbrennt. Hier jetzt aber tatsächlich, man stirbt nicht, wenn man in die Sonne geht. Whoever did this to us, I will find them. Oh, da liegt ja einer. Ah, eine Flasche mit Alkohol, sehr schön. Das werden wir nachher noch brauchen, auf diesen Schock hin unsere eigene Schwester erledigt zu haben. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. It's impossible. So, was finden wir denn hier noch alles? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish!
still have so much left that needs doing. Wir wurden also hinterrücks attackiert. Das geht ja gar nicht. Oh, der nächste Tote. Okay. Schön zu sehen, dass nicht nur wir jemanden umbringen, sondern auch andere. Lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Also diese Flashbacks, die sagen mir jetzt irgendwie tatsächlich leider noch nicht so viel. Ein paar natürlich ja, weil wir ein Teil davon waren, aber sonst jetzt nicht. Okay, was haben wir hier? Ein blutiges Tagebuch. Ich glaube, das werden wir später mal durchlesen. Ich glaube, das ist ein bisschen arg viel Text jetzt gerade auf einmal. Das hebe ich mir mal auf, wenn wir eine etwas ruhigere Minute haben, beziehungsweise ruhigere Minuten. Ich glaube, das wird schon eine Weile dauern. Aber jetzt so für den Anfang, wir wollen ja vorwärts kommen und jetzt nicht endlos viel Text lesen. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing flesh. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampirsinne zu verbessern. Alles klar. Beginne mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeit Autophagie. So, was ist Autophagie? Schauen wir mal rein. Autophagie, passiv. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln.
Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind, das ist wahr, aber wenn man ihrer unnatürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Okay, so, und da müssen wir jetzt... Ah, alles klar. Wähle die erste Stufe der Autophagie aus und gib eine ausreichende Menge Erfahrungspunkte aus, um sie freizuschalten. Die Erfahrungspunkte finden wir hier oben rechts. Da haben wir jetzt 1735 davon. Und wir müssen jetzt 600 ausgeben, um die Stufe 1 freizuschalten. Das machen wir jetzt einfach mal. So, das ging ja an sich ja ziemlich leicht. So, der nächste Hinweis. Du hast genügend Erfahrungspunkte, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten. Wähle eine aus und schalte sie frei. Ah, okay, es geht um eine dieser drei. Die Klauen, den Blutspeer oder den Schattennebel. Was können denn die Klauen? Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Der Speer, du wirfst einen Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Oder der Schattennebel, du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Okay. Puh, was denn davon wollen wir nehmen? Ich meine, die Klauen, nehmen wir die Klauen, oder? Aber das ist ja so richtig vampirisch eigentlich. Finde ich. Also ich habe jetzt noch nie einen Vampir gesehen, der einen Blutspeer schießt. Also nehmen wir die Klauen. So, sehr schön. Hier vielleicht noch ein kleiner Text dazu. Als natürliche Jäger haben Vampire eine Gabe von Mutter Natur erhalten. Dazu zählen Klauen anstelle von Fingernägeln. Diese natürlichen Waffen können Gewebe mühelos durchtrennen und eignen sich besonders dazu, die Adern ihrer Beute zu durchtrennen. Wenn du von deinen Klauen Gebrauch machst, wirst du die Menschen anders sehen. Sie sind nichts als zartes, verwundbares Fleisch. Netter Text. So, bestätigen. Wähle jetzt Ausruhen, um deine Auswahl zu speichern. Gut, da steht jetzt nur Bestätigen. Dann nehmen wir das doch mal. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Alles klar, die erste Mission ist da. Erreiche die North Bank, also die Nordbank quasi. Wir können ja mal kurz gucken hier auf der Karte. Hier ist die Nordbank wohl, Northbank. Und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Wir sind ja jetzt, glaube ich, von... Oh, Moment. Von hier links unten sind wir jetzt ja quasi hier einmal so rumgelaufen und sind jetzt hier. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da irgendwie wieder über die Brücke kommen. Ich habe aber schon eine Vermutung, wo wir da raus müssen dafür. Genau, hier müssen wir raus. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Oh, fuck you. Oh, wie geil ist das denn? My head's spinning. Das war gerade cool. It's locked, all right. Sind die da schon an der Tür da oben oder was? Nee, gell? Okay, immer schön alles absuchen. Oh, was haben wir hier? Einen abgenutzten Pflock. Nebenwaffen können durch Drücken von rechter Maustaste verwendet werden. Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Alles klar. Machen wir mal. Okay, alles klar.
Das ist wohl so ein Nebenangriff. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Jawohl, ich kann ein bisschen was kaputt machen. Sehr schön. So, was haben wir hier? Schocken. Durch Drücken der rechte Maustaste, um deinen Pflock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Achso, drücke. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Oh, alles klar. Okay, probieren wir es mal. Aua. Das ist die rechte Maustaste. Okay, und jetzt dann. Drücke F, um einen geschockten Gegner zu beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, das du für deine Fähigkeiten verwenden wirst. Das für deine Fähigkeiten verwendet wird und deine Gesundheitsbalken auffüllt. Oh Mann. So, jetzt haben wir ihn. Strength. A strength I never knew I had. Oh. Alles klar, da du nun Blut hast, kannst du 2 drücken, um deine Vampirfähigkeit zu entfesseln. Gut, dafür ist es jetzt gerade ein bisschen zu spät, der ist schon tot. Aber da unten haben wir noch ein paar. Einen, ja, 2. 3 sogar. This shouldn't be possible. So, da haben wir noch den einen hier. Okay, da muss ich mir noch ein bisschen dran. Wie rum ich das jetzt hier alles mache, alles klar. So. Ui. Oh, da lebt ja noch einer. Da kriegt man die Kreise. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Nein, das definitiv nicht. Und das wissen wir schon spätestens, seit du andere Leute beißt. Einfach so. Und das wird hier wohl die Brücke sein, über die wir müssen. Bis jetzt gibt es ja noch keinen anderen Weg irgendwie zum Laufen. Ah, da leuchtet was. Schließen Sie sich den Truppen an. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Ah, König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich und helfen Sie. Alles klar. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Oh, Ratten können wir auch noch trinken. I can't believe I'm doing this. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich eklig. Aber ich habe schon gesehen, es gibt einen Erfolg, der irgendwie besagt, trinke 10 Ratten. I have this first. For blood. Und nachdem ich natürlich so ein Achievement-Hamsterer bin, möchte ich natürlich die gleich mitnehmen, die ganzen Achievements, wenn ich ja eh schon da bin. Auch wenn es ein bisschen eklig ist, Rattenblut, ihr Git. Könnt ihr echt drauf verzichten. The dizziness from the jump. I can now control it. I can't believe I'm doing this.
So, jetzt so viele Ratten müssten es doch nicht mehr sein hier. Ich weiß gerade echt nicht. Ich glaube, waren es 10 Ratten? Ich weiß es nicht. Insgesamt war das jetzt aber, glaube ich, die 4. Ratte, oder? Ich weiß gar nicht. Vielleicht irre ich mich auch gerade. What will London have to say to me? Ich glaube, es war die 4. Ratte jetzt schon. I've so many questions unanswered. Genau, so viel Geld wie möglich mitnehmen. Geld kann man immer gebrauchen. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. So, Sinne, Wechsel zwischen dem Vampir, deinen Vampirsinnen. Oh. Fresh blood. The smell is so strong. Alles klar, die Vampirsinne ermöglichen es uns quasi, die Blutspuren, die wir jetzt ja so an sich ja eh schon sehen, ein wenig deutlicher zu erkennen, ne? Haben wir ja hier zum Beispiel den kleinen roten Fleck aus der Entfernung, würden wir jetzt den wohl nicht sofort erkennen. Where has everyone gone? So, Unterschlupf. Ein neuer Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar. Alles klar. Wieder eine Keep-Out-Tür. Du hast einen neuen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine Erfahrungspunkte verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellen. Okay, was haben wir hier? Eine leere Truhe. Okay. Ein Schreibtisch. Ich nehme mal an, den brauchen wir zum Herstellen von Geräten. Jawohl, genau, hier steht es ja schon, Herstellung. Da haben wir die Waffen herstellen, wohl auch wieder, und wiederverwerten. Okay, gut, nicht schlecht. Müssen wir uns nochmal mit beschäftigen, weil ich glaube, jetzt können wir ja eh noch nichts machen. Was haben wir hier noch alles? Ah, eine Truhe mit Inhalt. Teil eines gewöhnlichen Griffs und eines gewöhnlichen Abzugs. Und da hätten wir ja hier noch dieses Bett. Ah, okay. Wir können uns bei dem Bett, genau, stimmt, bei dem Bett können wir uns ja quasi immer unsere Fähigkeiten verbessern. Da haben wir hier links die aktiven und rechts die passiven Fähigkeiten. Zum Beispiel können wir unsere Gesundheit erhöhen, unsere Ausdauer, Blutkapazität oder auch die Blutaufnahme. Oder aber auch den Schaden unseres Bisses und die Regeneration deiner Lebenspunkte, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Alles klar, okay. Nicht schlecht. Okay, müssen wir uns mal später damit beschäftigen. Wir haben jetzt nur 500 Erfahrungspunkte. Das ist... Ja, wir hätten jetzt zwar schon was ausgeben können, aber ich möchte das natürlich auch ein bisschen aufsparen. Ich möchte nicht gleich am Anfang alles verbraten. Wer weiß, was ich mir dann sonst verbauen würde. So, jetzt müssen wir hier erstmal gleich der Blutspur weiter folgen. Nur vorher, da hat es geleuchtet. Eine herausgerissene Tagebuchseite. Ich hasse mich dafür, dass ich wegschaue, wenn sie mich wegen meiner Hautfarbe verspotten. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Mädchen weine, wenn sie mich beleidigen. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Brina nennen.
Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine wahren Gefühle zu gestehen. Oh je, das waren aber ganz schön viele. Ich hasse mich. Na okay. Wer ist Tom? Wer ist Brina? Oh, da haben wir doch was. Bürgerhinweise. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Drücke, um das Menü des Bürgers zu öffnen. So. Sabrina Cavendish. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die Erfahrungspunkte an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser Erfahrungspunkte. Alles klar. Gut, bis jetzt wissen wir noch gar nichts, weil wir sind der Person auch noch nicht einmal über den Weg gelaufen. So, genau, die Blutspur, der müssen wir jetzt doch mal weiter folgen. Okay, da geht was. Ah, direkt hier rein. At last, a little life. Welcome, sir, to the turquoise turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir? Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Alles klar, keine Dummheiten anstellen. Das sollte ich doch hinkriegen. Oh, wer bist du denn? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Okay, das ist ja meine Einstellung. Geile Einstellung, muss ich sagen. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Okay, ich glaube, von dem werde ich nicht so richtig Informationen bekommen. I'll leave you to your bottle then. Genau. Oh. Was machst du denn da unten? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Die kennen wir doch, oder? War das nicht die, von der wir gerade einen Hinweis hatten? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Okay, ich glaube, das macht jetzt erstmal auch keinen Sinn. Thank you. Dann gehen wir doch mal jetzt hier rauf ins Obergeschoss. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh.
I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? Oh. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You can't be serious. I'm not a... No. I can't be a vampire. Sir, believe me, this is very real. You are a vampire. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Das würde ich jetzt auch so sehen, oder? A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Wir wollen erstmal nur Antworten haben. Dann schauen wir mal, was wir mit ihm anstellen, würde ich sagen. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Okay, der war jetzt ja nicht gerade eine große Hilfe. Wer war noch nie in Indien? Wer hat das gesagt? It's locked. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. He didn't deserve this. Someone must know something. Okay, dann müssen wir nochmal hier die Leute ein bisschen ausquetschen. Sie wollte uns nicht zu viel verraten. Vielleicht ändert sich das jetzt. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he...
where I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. So, wir haben wieder einen Hinweis entdeckt für Tom Watts. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay, alles klar. Dann mal auf zu irgendwelchen Booten. Wo müssen wir denn dafür hin? Ah, hier oben. Das Y-Symbol verrät es uns. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Naja, da sehen wir auch schon ein paar Blutspuren wieder. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. Befehle der Wache von Priven. Betreff: Mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest, schaltet es aus, und zwar schnell. Achtung! Laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder! Okay, these Vampire. Men, they're a company of professional vampire hunters. Okay, Vampire scheinen also nichts Unbekanntes zu sein hier. Also schauen wir uns mal das Opfer an. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay, ich weiß auch schon, wie wir da hinkommen, aber vorher würde ich ganz gerne hier noch gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Sieht aber erstmal nicht danach aus. Okay, dann beamen wir uns doch mal darüber. So, wir sind hier drüben. Könnt jederzeit hin und her beamen. Nicht schlecht. Ah, okay, genau. Also, Blutspur und da ist auch schon wieder jemand. Gut zu wissen. Mal schauen, dass wir den vielleicht schnell ausschalten. Okay, der ist weg. Das ging flott. Sehr schön.
Schusswaffen. Rüste deine Schusswaffe aus und drücke rechte Maustaste, um sie einzusetzen und sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, deine Munition ist begrenzt. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Ah ja, okay, das sind also auch nochmal zwei. Not a good place for a stroll. Last warning, sir. Oh, da ist ja einer. Over there! There's one of them burning! Den hätte ich jetzt irgendwie fast übersehen. Also, man sollte sich unbedingt merken, mehr die Umgebung abzuscannen, damit man nicht so überrascht wird. Das nächste Mal geht das vielleicht nicht ganz so gut aus. Ja. Also gut, da vorne sind auf jeden Fall zwei. So, was haben wir denn hier? Widerstände. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt vier Arten von Widerständen. Den physischen Nahkampf und Fernkampf oder den Kräften Blut und Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin, Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. So, dann sehen wir jetzt hier bei dem Schläger von Briven. Gegen Fernkampfwaffen hat er eine hohe Widerstandskraft und gegen Nahkampf eine mittlere. Gegen Blut- und Schattenkräfte ist er allerdings ziemlich wehrlos. Gut zu wissen. So, wer ist denn da noch? Das sind jetzt nämlich zwei Stück. So, warte mal. Wo war jetzt der zweite? Ah, da. Ach, der ist da ganz hinten drin. Okay. Steady, boys! We've got one of them! Look at that! Fuck, he's fast! Oh, das ist cool. Ausweichen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig werden, dass ich lerne, immer auszuweichen. Das ist immer so eines der Sachen, die ich bei so ziemlich allen möglichen Spielen immer total verpenne. Egal wo, wenn ich ausweichen kann, dann mache ich es immer nie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mache es immer nie. Vielleicht bin ich einfach da mit dem Punkt einfach zu aggressiv, zu offensiv unterwegs. Das kostet mich immer einiges. Ah Mist, okay, die Waffe hier kann ich nicht nehmen. Das sind jetzt nochmal zwei und da vorne haben wir nochmal einen. Ich habe schon gesehen, wir können hier uns irgendwo da drauf teleportieren. Genau, das hatte ich jetzt nämlich überlegt. Naja, nicht ganz. Den hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass ich den hier unten überraschen kann. Den hier. Aber, naja, falsch gedacht. Naja, nicht ganz. Haha, ich kann ihn immer noch von hinten attackieren. Sehr gut. Over there! There's one of them! Okay, das mit dem Anschleichen, das muss ich noch irgendwie üben. So, na egal, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Schrottpatronen noch gefunden. So, wie viele haben wir jetzt denn noch hier? Ich sehe zwei. Leech Mutter! Watch out, boys! Leech Mutter!
Ah, ich muss aufpassen. Feuer war ja nicht gut für uns, ja. Boah. Oh shit, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, verstehe. Ohne Ausdauer wird es natürlich ein bisschen schwierig, die Nebenwaffe einzusetzen. Ui, ja. Habe ich das jetzt? Krass, ich kann die Dinger einfach kaputt rennen. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier neue Praktiken, neue Taktiken. Sammlerobjekte. Die finden wir hier drüben. Hier. Neue Praktiken, neue Taktiken. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finden und Tricks parat, um in ihren Verstecken nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die in ihr kostbarstes Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viele Lebe kosten, Vampire in ihren Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind. Nachts, wenn sie jagen. Dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Priven neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine, bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen. Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wache von Priven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus Ein neuer Krieg von Jeffrey McCallum, Anführer der Wache von Priven. Okay, das hört sich ja mal ganz nett an. Flammenwerfer. Ja, ich glaube, da haben wir sogar schon einige gesehen mit einem Flammenwerfer vorhin. Ich glaube, da ganz am Anfang, erinnert ihr euch vielleicht noch, da war auch schon einer mit einem Flammenwerfer unterwegs. So, hier haben wir noch eine Kiste. Sehr schön. Immer alles absuchen, weil... Ja, wenn Munition begrenzt ist, wir brauchen sie ja dann doch irgendwie, ne? Da müssen wir uns die schon ein bisschen aufheben. Es gibt noch eine Besonderheit, ganz kurz. Ratten und Unterschlüpfe. Ratten finden sich häufig in der Nähe von Unterschlüpfen. Deine Sinne helfen dir, sie leichter zu finden. So, da haben wir jetzt nämlich auch schon eine Ratte. Die werde ich mir noch einverleiben. Wegen der Erfolge. Erfolge, ja genau. Jetzt noch ganz... Kurz vor Schluss jetzt, wir sind nämlich eigentlich fast schon am Ende der ersten Folge angelangt. Und zwar eine große Besonderheit von Vampyr ist nämlich, dass es nur einen einzigen Speicherstand gibt. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind endgültig. Die können wir nicht mehr rückgängig machen. So, und da oben haben wir jetzt dann ein Versteck und da werde ich mich jetzt dann auf den Weg machen. Also der Text sagte ja schon, Ratten sind meistens in der Nähe von Verstecken zu finden, also wird das hier... ein Versteck sein mit hoher Wahrscheinlichkeit. Genau, ein Unterschlupf freigeschaltet. Und auch hier liegt wieder ein Toter. Natürlich. So, haben wir wieder ein paar Materialien gefunden. Hier ein Schreibtisch. Später wieder zum Herstellen bzw. Aufwerten. Schauen wir gleich rein. Okay, ich habe wohl schon alles mögliche an Munition aufgesammelt. Nehmen wir da noch die Schillinge mit. Und dann schlage ich vor, weil wir am Ende der Folge sind, ich lege mich jetzt hier einfach gleich mal ins Bett. Ich danke euch fürs Einschalten zu einem neuen Let's Play und ich hoffe, dass ihr einfach mit am Ball bleibt. Ich würde mich freuen. Es scheint auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel zu sein. Macht mir jetzt am Anfang auf jeden Fall schon mal gleich richtig Laune. Wir haben schon ein bisschen was gemetzelt. Ist jetzt natürlich nicht das, was ich unbedingt machen will, aber es ist die Art und Weise, wie man das implementiert hat, finde ich ganz gelungen und ja,
Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.